Und meine Art! Und weg. Genau. Das schöne Glas. Aha. Jetzt ist er wieder aus Gold. Nein. Ich habe das Gefühl, das waren Maschinen. Die sind doch technologisch hochentwickelter, als es den Anschein macht. Herr Schöpfer, ich fürchte, die Herrschaft eurer Feder ist nun nicht mehr uneingeschränkt. Ihr beeindruckt mich immer wieder, Professor Layton. Erklärt mir nur eines. Was genau hofft ihr zu erreichen? Man könnte sagen, ich versuche den Schleier über der Stadt zu lüften. Wenn das wirklich der Fall ist, liegt die Antwort in der letzten Geschichte. Heute wird der großen Hexe Arcana der Prozess gemacht und die Geschichten finden ein Ende. Ihr solltet euren Platz unter den Zuschauern einnehmen und diesem letzten Prozess folgen. Erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen, werter Schöpfer. Wieso seid ihr hier? Was? Auch ihr solltet dem Prozess folgen, um zu sehen, wie sich eure verworrene Geschichte entfaltet. Meine verworrene Geschichte? Was meint ihr damit? Euch muss bereits bewusst sein, dass eure Geschichte sehr verworren ist. Oder gab es einen zweiten Schöpfer? Unsere Ankunft in dieser Stadt ist ein Beispiel. Ganz zu schweigen von unserer Präsenz hier in diesem Moment. Beides hätte in der Geschichte, die ihr geschrieben habt, nicht geschehen können. Hm. Mit anderen Worten, ihr seid nicht länger der Schöpfer dieser Geschichte. Es ist, wie ihr sagt. Die Geschichte, die ich geschrieben habe, wurde verworren durch die Handlungen eines anderen. Es überrascht mich nicht, dass ihr das bemerkt habt. Euren scharfen Augen entgeht wirklich nichts. Das ist der Grund, weshalb ich beschlossen habe, das große Finale zu schreiben. Um die Geschichte nicht noch verworrener zu gestalten. Ihr sagt also, indem ihr die Geschichte zu Ende bringt, wird die Stadt in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren? In ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren? Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein, Professor Layton. Die ganze Wahrheit über Labyrinthia hat in einem Zauberspruch, ist in einem Zauberspruch verborgen. Und wie heißt der? Wingardium Leviosa! Genau, der letzte Zauber. Huch, mein Stylus! Wo liegt er? Ich weiß es nicht. Du hast ihn runterfallen lassen, da links, glaube ich. Mhm. Links? Neben der Flasche. Neben den ganz vielen Flaschen dort. Rechts. Nein. Kalt, wärmer. Wo denn? Ich sehe nichts davon. Ah, da. Heiß. Ja. Ah, oh, ist das heiß hier drin? Ja, stimmt. Okay. Ja, der letzte Zauber. Wenn dieser Zauber gesprochen wird, offenbart sich die Wahrheit über Labyrinthia. Was für ein Zauber ist das? Naja, es ist ein Zauber, der schon immer unauffällig in die Geschichte gewoben war. Der Zauber der väterlichen Liebe. Was soll das heißen? Der Disney-Zauber. Der letzte Zauber ist am Anfang versteckt. Leid, ich meinte mit Flasche nicht Exito. Aber ja, ich glaube wirklich, dass wenn der letzte Zauber am Anfang versteckt ist, dass der Zauber einfach bloß ist, dass das alles hier so hingestellt wurde, als wäre es die Geschichte.
Oder so. Ja. Der letzte Zauber ist am Anfang versteckt. Wovon sprecht ihr? Bah, ich dachte, ihr hättet es euch zur Aufgabe gemacht, Mysterien zu enträtseln. Macht, was ihr wollt. Nun gut, wenn es euch beliebt, werter Schöpfer, gibt es etwas, von dem ich denke, dass ihr es wissen solltet. Und was wäre das? Erstens, was würdet ihr sagen, wenn ich euch berichte, dass diese Wende in eurer Geschichte zu einem Ende führt, das ganz anders ist, als ihr geplant hattet? Was meint ihr? Heute Abend habt ihr euch angeblich mit eurem Leben der großen Hexe Arcana gestellt, nicht wahr? Deshalb steht eine Person, die für Arcana gehalten wird, vor Gericht. Kennt ihr den Namen der Angeklagten? Selbstverständlich, ich habe ihn selbst niedergeschrieben. Wieso sollte ich ihn nicht kennen? Der Name der Angeklagten ist... Sophie der Narrateur. Oh, komm schon! Was sagt ihr? Hätte er nicht aussprechen lassen können? Ja, ja, ist halt echt so. Ja, echt, weil dann wäre dieses ganze Mysterium schon aufgelöst. Er hat einen anderen Namen niedergeschrieben, aber welcher? Müssen wir rausfinden. Er wollte jemand anderen haben. Mhm. Und Gloria funkt ihm dazwischen. Hm. So sieht's aus. Warum weiß ich zwar nicht, aber... Meine Sophie wird... Ja, die Angeklagte im heutigen Prozess ist niemand anderes als Sophie der Narrateur. Das kann nicht sein. Das ist absurd. Das ist euer Werk. Herr Layton, was habt ihr getan? Ihr fragt mich, was ich getan habe, werter Schöpfer. Ja, ist voll die Intrige, ne? Mhm. Ich löse Rätsel. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Verschwörungen. Meine Sophie. Wieso wird sie beschuldigt? Ja, komm, was hat er erwartet? Sie stand oben am Turm und hat den Drachen runterfallen lassen. Ja. So wieso ein findet ihr das? Wieso findet ihr das nicht selbst heraus, werter Schöpfer? Vielleicht braucht er ja eine Brille, aber trägt sie nicht, weil unter einer Maske wäre das scheiße. Ja. Oder über der Maske. Ja, wäre beides scheiße. Ja. Denkt ihr, es wäre eine gute Idee, euch hier zu verkriechen und das Schicksal eurer Tochter zu betrauern? Was kann ich denn tun? Was willst du tun? Nun, ich werde zum Gericht zurückkehren, werter Schöpfer, um das große Finale mit eigenen Augen zu sehen. Und dann wird sie verbrannt, ja. Eines möchte ich noch sagen, bevor wir gehen. Ich habe nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Oder wie es hier in Berlin geschrieben steht, sie zu bemalen. Genau. Mich unter die Zuschauer zu mischen und den Prozess zu verfolgen. Mit einem Taxi. Es gibt nur einen Platz für mich, wenn ich diese Mysterien lösen will. Ihr meint, ihr werdet sie verteidigen? Hahaha! Ja, also mein Hahaha war besser als dein Leider hat schon ein anderer den Platz der Verteidigung eingenommen. Nicht nur das, werter Schöpfer. Ich kenne bereits den wahren Namen der großen Hexe Arcana. Ja, und wer ist es? Wie? Schnitt, woher kennt ihr ihn? Ja, genau, in der nächsten Aufnahme seht ihr mehr, die dann auch die letzte sein wird. Nein, wir machen noch bis zum Speicherpunkt. Ja. Es gibt nur einen Platz, den ich einnehmen kann, um diese Tatsache offenzulegen. Und dieser ist nicht auf Seiten der Verteidigung. Nein, ihr könnt nicht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, werter Schöpfer. Die Anklagebank. Fortsetzung folgt. Siehst du, wir sind am Speicherpunkt. Das ist mein Platz. Gib den Hammer her, Layton. Und meine Axt. Ah ja, jetzt müsste es ja wirklich sein, Layton versus Ace Attorney. Wenn er auf der So, ich möchte speichern, ja. Und ihr habt es alle gesehen, das heißt, diese Aufnahme ist auch wirklich da. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra aufpassen, dass ich irgendwas überspeise. Und sie ist nicht schon Weihnachten entstanden. Richtig. Doch, im Grunde haben wir das alles hier nur gestreamt und wir haben sogar gewusst. Wir haben sogar Leute engagiert, die. Moment, zugeklappt, eingepackt.
Wir haben sogar Leute engagiert, die extra Sachen in den Chat schreiben, genau, zur richtigen Zeit, damit wir diese Aufnahme im Vornherein aufnehmen können. Und damit genau, wir uns dann dabei... Da sitzen und dann immer die Zeitmarken abwarten, bis sie ihre Kommentare schreiben. Richtig. Also nein, wir haben das mit ein paar Leuten aufgenommen, die haben da was dazu geschrieben, ja, darauf haben wir uns bezogen und die mussten das jetzt nochmal schreiben. Zum Glück ist keiner von denen krank geworden. Ja. Nee, auf jeden Fall, ja, dann wird die letzte Aufnahme... Wie lange wird es ungefähr noch dauern? 2 Stunden? Bei euch denke ich mal so lange, wie es diesmal gedauert hat. Nee, eigentlich nicht, aber... Okay. Also, es kommt darauf an, ob ihr danach noch die zusätzlichen Inhalte spielt. Na, die zusätzlichen würden wir uns vielleicht mal irgendwie so vornehmen, aber... Ja, wie die Tees. Die sind so toll. Ja. Die Tees, oh ja, genau. Stimmt. Nee, also, wir machen das genauso wie die Tees. Nein, werdet ihr nicht. Weil die zusätzlichen Inhalte sind echt schön. Okay. Nicht so anstrengend wie der Tee. Okay. OT. Ja. Ja, ist okay. Wahrscheinlich eher so wie diese komischen Episoden in den anderen Spielen. Ja, ja, gut, dann würde ich sagen, war ein schöner Stream. War leider noch nicht der letzte. Ein langer auch. Und es sind immer noch 36 Leute dabei. Boah, krass. Ey, das ist echt krass, wie viele Leute wir hier dazu gekriegt haben, zuzuschauen. Ich bin begeistert. Ja. 37 sind es bei mir sogar. Und wir haben das schon über 5 Stunden. Und jetzt heißt es natürlich für den Rest, alles bearbeiten und irgendwie mal bis zum nächsten Stream hochladen. Das wird spannend. Ja, also dementsprechend, du kannst die nächsten Wochenenden erstmal frei machen. Nein, so viel Zeit haben wir ja eigentlich dann doch. Naja, Hauptsache, wir sind fertig bis Oktober, wenn dann Lady Layton für den 3DS rauskommt. Genau. Richtig, das müssen wir hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Schaffen wir. Also bis dahin nochmal einen richtig großen Stream und dann sehe ich auch zu, dass wir Akane. Ja. Bis dahin auch ranbekommen. Also dann, bye bye und tschüss und... Tschüssi! Tschüss. Schönen Sonntag euch noch! Wink doch mal in die Kamera! Ach nein, es ist ja Samstag! Stimmt, ja! Nicht Sonntag! Samstag! So, ich geh jetzt Schnee schippen. Tschüss!